Hallo Freunde, ich bin's, Dreamy. Und wir spielen Chrono Trigger natürlich. Was sonst? Jo, wir wollen jetzt, nachdem wir letztes Mal Chrono endlich unsere Party zurückgeholt haben, wollen wir jetzt in die Steinzeit. Ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Steinzeit, auch wenn es jetzt nicht so ganz stimmt. Und wir haben Eiler mit und wollen uns mal die Verteidigungsanlagen da ansehen. Und ich habe noch einen Tipp bekommen, dass wir dort auch neue Items abgreifen können. So, steigen wir mal in die Zeitmaschine ein. Und ab geht's. So, auf nach 6. Millionen, Moment, warte mal, wie viel ist das eigentlich? 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Okay. Und da sind wir auch schon. Jetzt haben wir hier gleich zwei Fluggeräte. Jetzt würde ich mal schauen. So, erstmal gucken, was wir hier noch abgriffeln können, sozusagen. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo das war. Seltsamen Stein gefunden, aber komisch angefühlt, weggeworfen. Das könnte auch noch von Interesse sein. Da gibt es ja noch so einen Sonnenstein oder sowas. Wie hieß das nochmal? Ich weiß es nicht mehr so genau. Kalt. Eiler nicht mehr, Chef. Jetzt Kino. Feuer, Lavas gefallen, jetzt kalt werden. Ja. Gut, gut. Kino ist der Chef. Es ist schön und gut, aber wir wollen... Nee, eigentlich nicht in die Chefhütte. Das heißt, da gehen wir auch noch hin. Wir wollen erstmal... Hier war das, genau. Leuchtenden Stein tauschen. Ach so, mit leuchtenden Steinen meinen die. Konnte man bei dem nicht tauschen? Oder war das hier? Ich Rüstung aus vielen Rubinen haben. Tauschen gegen je 10-mal Rotblatt, Zahn, Horn und Feder. Wenn ich das habe. Ja. Du nicht haben, also kein Handel. Okay. Muss ich mal gucken, was mir noch fehlt. Rotblatt, Zahn, Horn, Feder. Okay, wir brauchen noch einmal Zahn und fünfmal Horn. Vielleicht bekommen wir das ja noch. Also der hat nur noch eine Sache anscheinend, aber sicherlich keine verkehrte. Vielleicht können wir die auch mehrmals abgreifen. Gut, dann gehen wir mal in die Chefhütte zu Kino. Mal gucken, ob die uns erzählen kann, was hier los ist. Eiler, Eiler, okay. Kino, okay. Lavas gefallen. Reptiten weg. Gut. Aber jetzt kalt. Jagd schlecht. Aber Kino nicht aufgeben. Eiler nicht sorgen. Kino überlassen. Ja, ich möchte es aber eigentlich nicht dir überlassen. Ich möchte mir hier die Verteidigung ansehen. Gibt es hier eigentlich nach oben diese Leiter? Nee, geht's nicht. Okay, jetzt sagt er wieder dasselbe. Gut, dann müssen wir uns wohl anderswo umschauen. Vielleicht am Treffpunkt. Gucken. Joka nett gewesen. Dorf brennen und uns aufgenommen. Jo. Ich in Tauschgeschäft gucken. Neues Objekt dort. Ja, das habe ich schon rausgefunden, dass da was Neues gibt. Viele Wolken am Himmel. Nicht Sonne sehen. Ja, hier hat ja Lavas auch ziemlich zugeschlagen. Allerdings Gott sei Dank nicht allzu tödlich. Oh, ist das kalt. Das Zeug von Himmel gefallen. Was sein? Ich würde sagen, das ist die neue Eiszeit, mein Freund. Mach dich schon mal bereit und kauf dir ein paar Pelzmäntel. Das könnte dir gut stehen. So, Moment. Jetzt wollen wir aber... zurück zu unserer Maschine oder mit dem Teil hier fliegen. Das wäre ein bisschen stylischer.
Gut, wo können wir denn jetzt noch hin? Ich dachte, die erzählt uns jetzt irgendwas von den Verteidigungsanlagen. Was war hier nochmal? Die Laruba-Ruinen, waren wir da eigentlich schon drin? Ne? Oh Gott, wenn ich nicht so ein scheiß Gedächtnis hätte. Ich kann ja mal reingucken, falls ich jetzt nicht noch was anderes finde. Also hier waren wir definitiv schon. Und okay, hier ist das große Loch. War hier nicht auch so ein, wie heißt es noch gleich, so ein Ding, was in der Luft schwebt? Oh Gott, ich hab's echt mit Narben, also da bin ich echt nicht so, hab ich's echt nicht so mit dem Behalten. So, ich will jetzt doch mal da reingucken, wo ich eben war. Ob ich da schon mal gewesen bin. Hier war das. Ja, klar, bin ich definitiv schon mal gewesen. Ja, wo finde ich denn jetzt diese Verteidigungsanlagen? Also ist das dieser Turm hier? Kann ich da irgendwie rein? Nein, anscheinend nicht. Das ist jetzt merkwürdig. Gut, ich will mir mal eben das hier angucken. Damit ich wieder weiß, was es war. Ach so, das war dieses vernebelte Zeug. Da schnarcht er. Wer stört meinen Schlummer? Nu, ich versuche ein wenig die Augen zuzumachen. Ich ändere Kronos Namen, dann muss ich ausruhen, nu. Ich will Kronos Namen aber nicht ändern. Ich vergaß, diesen Stein brauche ich nicht, bitte sehr. Einmal Silberstein erhalten. Dann gut, dass ich mit dem gesprochen habe. Silberstein. Ups, mal gucken, was ist das? Silberstein. Vielleicht können wir damit... Silberstein. Ein ermöglicht Triple-Tech-Schlagtanz. Okay, das bringt uns ja nichts mehr, weil wir Chrono bereits wieder in der Party haben und das soll angeblich, was heißt angeblich, das soll nur gehen, wenn Chrono nicht dabei ist. Gut, trotzdem haben wir es der Vollständigkeit halber abgegriffen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt echt keinen Anhaltspunkt. Sonst gehen wir jetzt einfach mal schnell irgendwo rein und farben ein wenig die... komme ich jetzt hier überhaupt wieder rein? Höhlenruinen. Farben ein wenig die Gegenstände, die wir noch brauchen. Ach ne, hier geht's zurück. In der Zeit. Gut, ja, wo gehen wir denn dann rein? Ich glaube, das war ganz da oben. So, bevor ich jetzt hier weiter rumfliege, ich weiß, wo ich hin will. Und zwar... hier. Das Jagdrevier. So, komm her, mein Freund. Mal gucken, was die mir geben hier. Viel aushalten werden sie wohl nicht. Jetzt habe ich mir gar nicht gemerkt, was ich brauche. Wir haben zweimal Zahn, zweimal Horn und zweimal Feder. Das ist nicht schlecht, wenn die so viel gleich geben. Dann haben wir es bestimmt bald zusammen. So, komm her, mein Freund. Das war doch auch das Gebiet, wo es bei Regen andere Monster gibt, ne? Dann dürften wir es ja hier schnell, relativ schnell geschafft haben mit den Items. Und sobald wir das haben, ja, dann gibt jedes Mal zweimal von jedem. Ich glaube, dann brauchen wir noch einmal oder so, dann haben wir es, glaube ich, schon. Okay, wo jetzt? Hier hoch? Ja, zur Not gehe ich einfach nochmal raus und wieder rein. Okay, jetzt kommen andere Gegner. Wenn denn welche kommen, ich sehe nämlich keine. Aber das ist ja hier immer so... so eine Geschichte.
Ja, jetzt regnet's, aber es kommt keiner. Dann halt nicht so. Ich möchte jetzt aber unbedingt noch einen Gegner mindestens hier bekommen. Geht's jetzt hier auch nicht weiter? Doch, hier geht's weiter. Ah, hier ist noch so ein Frosch. Okay. Ich denke mal, mit dem dürften wir es dann haben. Zumindest für eine Waffe. Sollte man die mehrmals abgriffeln können, dann werde ich das natürlich offscreen noch erledigen, weil das müsst ihr dann nicht mehr mit angucken. Jetzt haben wir von jedem 6 bekommen. Ich glaube, das reicht. Ich schaue trotzdem nochmal zur Sicherheit nach. So, Zahn, Horn, Feder, ja, Horn haben wir 11. Aber es reicht. So, dann gehen wir jetzt zurück. Oh Gott, wo komme ich jetzt wieder raus hier? Gute Frage. Nächste Frage. So, den will... Ja, ja. So, da sind wir wieder draußen. Und ich glaube, hier muss das gewesen sein. Ja. So, Rüstung aus vielen Rubinen. Ja, möchte ich. Rubinrüstung erhalten. Mehr wollen? Nein, im Moment nicht. Rubinrüstung. Jetzt wollen wir mal gucken, was die bringt und wer die anziehen kann. Ewigpanzer. Rubinrüstung. Blockt 80% von Feuer und ist sehr gut. Das ist nicht schlecht. Da würde ich sagen, dass ich da doch nochmal mindestens 2 weitere hole. Und das werde ich eben offscreen erledigen. Bis gleich. Ja, da bin ich. Da bin ich wieder, liebe Freunde. Und ja, es geht weiter. Wir haben... Hä? Moment. Hä? Ne, hier oben, ne? Wir haben genügend Items und können jetzt tauschen. Genau, noch eine Rubinrüstung und noch eine. So, das muss genügen. Jetzt werden wir Ayla auch die Rubinrüstung geben und... Okay, für Margus ist sie nicht gut genug. Für Luca auch nicht. Für Marle auch nicht. Und für John... für John. Und für Frog. So, jetzt haben wir dreimal Rubinrüstung. Ja, super. Die anderen brauchen das ja auch gar nicht. Außer natürlich, wenn es mal gegen Feuer geht. Aber ich denke mal, damit sind wir schon mal ganz gut gewappnet. Nein, einkaufen wollten wir nicht. Ich habe jetzt auch nochmal, bin ich ja nochmal überall lang geflogen. Diese Verteidigungsanlagen, um die es geht. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass die in dem Sonnendom zu finden sind. Denn von dem wurde ja auch gesprochen. Und ja, deswegen werden wir jetzt einfach mal nachschauen. Ich glaube, das war hier oben irgendwo, genau hier. Ob dem denn so ist. Ja, jetzt wollte ich eigentlich... Ja gut, egal. Ich muss jetzt mal ein Safe State hier setzen. Aber keine Sorge, wir schauen uns das einfach mal an. Ah ne, hier war ja leer. Hier war ja leer. Ja, ehrlich gesagt habe ich dann jetzt keinen Plan, was sie mir damit sagen wollte, mit diesen Verteidigungsanlagen. Das hat ja Ayla gesagt, dass die hier irgendwo sein sollen. Und ich habe die nicht gefunden. Ich könnte natürlich sein, dass sie jetzt an einem der Dungeons am Ende ist, diese Verteidigungsanlage. Aber jetzt auf gut Glück durch alle Dungeons hier nochmal rennen, das muss nicht sein, denke ich mal. Und deswegen würde ich sagen,
schieben wir das erstmal auf, bis wir einen Hinweis bekommen haben. Und fliegen jetzt erst nochmal in die mittlere Ära. Mittlere Ära, Gegenwart, mittlere Ära. Da war ja die Geschichte mit der Frau, die sich um den Wald kümmert. Vielleicht können wir da noch irgendwas reißen. Das will ich mir jetzt nochmal ansehen. Hier ist zum Beispiel was. Gut, wir landen hier erstmal. War das hier? Fionas Villa, genau die Frau. Mal schauen. Die Wüstenmonster entziehen dem Boden Kraft. Dieser mystische Schößling könnte den Wald retten, aber ich kann ihn wegen der vielen Ungeheuer nicht pflanzen. Aha. Die Monster in der Wüstenhöhle hassen Wasser, aber ich kann sie nicht alleine besiegen. Wüstenhöhle? Okay. Meinen die vielleicht... Wüstenhöhle? Magische Höhle? Nee, die meinen sie nicht. Könnte sein, dass sie diesen... dieses Ding hier meinen. Mal gucken. Sinkwüste. Ja, okay. Dann gehen wir mal hier rein. Das sieht nicht gut aus. Soll ich da wirklich reingehen? Ich habe jetzt ein bisschen Zweifel, aber egal. Wir probieren es mal. Und nu? Ah ja, tatsächlich. Okay. Und da kommen auch schon die ersten Gegner. Oh, Moha, Dingensbummens. Mal gucken, was wir da mit einem Gewitter ausrichten können. Erstmal ein Gewitter drauf. Na, okay, das hält sich noch in Grenzen. Die Attacke einer Kampfkatze, Venusfalle, Drehschwanz. Okay, die beiden. Ach, wir hauen jetzt erstmal normal drauf. Mal schauen, ob wir da... Ja, da machen wir auch ganz gut Schaden. Das dürfte schon reichen erstmal. Okay, wenn wir treffen natürlich. Kann auch mal daneben gehen. Au! Aua, 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 aua! Aber du hast wohl nichts zum Spielen für deinen Schwanz. Brauchst du Chrono dafür oder was? Meine Güte. Chrono hat anscheinend eine ziemlich niedrige Trefferrate, sehe ich gerade. Okay, ich denke, wir machen mal einen Drehschnitt auf das Ding, bevor es hier... Ah, oh, Mensch! Sag mal! Such dir wen anders hier. Hexerbirne. Okay, Kleinvieh macht auch Mist. Na also. Man muss nicht gleich seine ganzen MP verballern. Oh, das gibt ordentlich Asche. Und Lapis, das ist gut. So, wir müssen mal Ether voll habe ich mehr als Ether Med. Aber Ether voll, wie viel bringt? Füllt 60, okay, das können wir ruhig machen. Bei Chrono, so. Jetzt holen wir uns mal die Truhe hier. Wenn wir es denn schaffen, die Truhe zu holen. Hallo? Öffne doch die Truhe, du stehst doch direkt davor. Oder geht das wegen diesem blöden Strudel nicht? Brauche ich da irgendwie, brauche ich da irgendein bestimmtes Item, um das machen zu können hier? Muss ich hier irgendwie festere Schuhe haben? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ach, jetzt kommen schon wieder diese komischen... Okay, da muss ich doch jetzt mal größere Geschütze auffahren. Und zwar dunkle Bombe trifft Gegner. Okay, zwei Stück. Und dann Bohrerangriff auf einen Gegner. So, den nochmal. Ja,
Ja, yeah, das sieht gut aus. Autsch. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wer hier von denen leben. Irgendwer sollte jetzt auch Heilzauber haben. Muss ich gleich mal nachgucken. Lapis erhalten, das ist schön. Wer hat denn hier die Heilzauber? Ich nehme mal an Ayla. Eiswurf, Flammenkick, Drehkick, nee. Da sehe ich jetzt keine. Chrono. Wir haben gar keinen Heilzauber, kann das sein? Oder? Bogenimpuls, Dreifachschlag. Nee, also ich sehe hier keinen. Okay, sind noch mehr Schlecker und Schlagblase, aber. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Da müssen wir doch mal nochmal was tauschen. Also wenn ich jetzt hier keinen Heilzauber habe, ist das nicht so prall. Wir tauschen mal Margus gegen Male vielleicht aus. Oder vielleicht mal gegen John, weil. Ja, John ist erst Stufe 42. Der hat ein bisschen. Er wurde ein bisschen benachteiligt. Es tut mir ja auch leid. Gut, nee, wir wollen mal erstmal uns weiter umschauen. Hier kommt aber auch jeder, an jeder Ecke kommen hier Gegner. So, John. So, jetzt wollen wir mal gucken. Heilstrahl auf alle. Okay, den machen wir jetzt erstmal. Und dann ein Gewitter, ein Leuchten. Na, ja, das kostet aber gleich 20 MP. Falkschlag. Machen wir hier mal den. So, den Drehschwanz. So. Mal schauen. Und dann nochmal den Zyklon hinterher. Oh. So, zwei sind schon mal erledigt. Oh, ist doch gut, Mensch. Junge, bist du irgendwie vom falschen Ufer oder was? So. Moment. Heilstrahl. Ah, ich habe eine Idee. Nein. Und mal Wolfzahn. Doppeltech Boogie gelernt. Tripletech Tornado gelernt. Yeah, super. So, aber jetzt müssen wir erstmal so heilen. Wir haben keine Einzelheilung. Ich hätte gerne Male mit drin, weil die kann nämlich so schöne Einzelheilung auch noch. Mal die Party hier völlig umbauen. Hm. Ah, ich kann mich gerade nicht so entscheiden anscheinend. Ich gebe es ja zu. Wir tauschen doch mal Maler gegen Ayla. So, und jetzt. Genau. Sehr schön. Genau das wollte ich. So, aber warum? Ah, Ewigpanzer erhalten. Also geht also doch, diese Truhen aufzumachen. Da muss ich hier auch nochmal ran. Es muss doch hier auch dann gehen. Einmal Lapis. Geht doch. So, wir könnten hier oben raus. Hier kommen schon wieder Gegner. Kommen die hier irgendwie dauernd oder? Was geht denn jetzt ab? Okay. Gewitter.
Anscheinend reproduzieren sich die Gegner hier. Ich muss mir jetzt erstmal anschauen, wo ich überall hier weiterkomme. So, eine Treppe nach oben haben wir schon mal. Ich glaube, da unten haben wir auch eine. Und John hat dann keine hohe Trefferrate. Ja, okay. Jetzt haben wir schon zwei Verwirrte hier. Jetzt reicht's mir, aber jetzt machen wir mal Eis 2. Mal schauen, ob das mal... Oh, das geht gut. Ja, goodbye. Doppeltech Kraftsägen gelernt. Tripletech Lebenslinie gelernt. Heieiei, jetzt geht's aber echt los hier. Und hier ist noch eine... Oh, ja, bei jedem Schritt kommen hier Gegner. Ja, jetzt wird's aber... Das ist ja krank irgendwie. So, mal gucken. Ich habe jetzt die Nase voll. Ich mache das Leuchten jetzt auf euch. Ist zwar jetzt ein bisschen overpowered, aber mir geht das langsam ein bisschen sehr auf den Keks hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das halten die noch aus, die beiden. Das unglaublich. John hat auch nicht gerade einen besonders guten Bums. Ich muss jetzt mal schauen. Ja, okay. Ja, okay, du bist nicht schwul. Ich merke schon. Gut. Ja, ich weiß, der Witz wird alt. So. Lapis ist immer schön. John wird aufgestuft. Ich möchte mal jetzt gucken, ob John die bestmögliche Waffe überhaupt ausgerüstet hat. Den Giga-Arm. Ja, doch, hat er. Kraftschal. Das hört sich eigentlich auch ganz gut an. So, würdest du bitte einmal Ether voll erhalten? So. Noch eine Kiste. Oh, und nochmal Gegner. Also langsam werde ich ja hier affichte. Aura-Wirbel. Ach hier, Aura-Wirbel. Guck mal, genau. Eisschwert, Eisschwert 2. Oh, nicht auf alle. Max-Zyklon, Lebenslinie. So, warte mal. Ja, komm doch, machen wir mal Eisschwert 2. Kostet zu... Alter Schwede, das haut rein bei dem. Und den machen wir dafür jetzt so platt. So, jetzt brauchen wir aber auch den Aura-Wirbel. Mein Gott, ey, jetzt hör doch mal auf mit dem Mist. Langsam wird es echt peinlich. So, Aura-Wirbel, das wollen wir jetzt mal. Bringt zwar jetzt wahrscheinlich nicht allzu, aber doch geht eigentlich die Heilung. So. Autsch. So, greif an. So, ich sag jetzt mal nichts mehr dazu. Hier gibt's aber auch gut Level, muss man schon sagen. So, jetzt die Truhe hier. Einmal Elixier erhalten. Okay, wir können also einmal nach oben und einmal nach unten. Und da wir jetzt unten sind, denke ich mal, werden wir als nächstes erstmal nach unten gehen. Dann allerdings erst im nächsten Part. So, ich möchte jetzt mal Zyklon. Haben wir nicht noch Zyklon 2 hier irgendwo? Müssten wir eigentlich an den Max-Zyklon. Der Zyklon bringt hier, glaube ich, jetzt nicht so viel. Wir machen ihn trotzdem. Oh doch, der haut doch ganz gut rein. Hängt ja auch ein bisschen vom Level ab, wie gut er abzieht, denke ich mal. Nicht nur vom MP-Verbrauch. Ey, hör mit deinen Spielereien auf da. Wenn du spielen willst, geh in den Kindergarten. So.
Chrono wird aufgestuft. Da müssen wir mal gucken, jetzt hier aufpassen. Bereits Stufe 46, er darf nicht die 50 erreichen, bevor ich nicht nochmal den Specchio probiert habe. So, wir werden hier an dieser Stelle mal einen Safe State setzen. Damit endet dieser Part von Chrono Trigger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit Let's Play im Wüstensand. Ja, macht's gut, ciao, sagt euer Dreamy.